Ungewöhnliche Zeiten bringen Menschen auf neue Weise zusammen. Statt einer Auftaktveranstaltung ging Ab in die Mitte direkt zum Schirmherrn, um mit ihm über die Auswirkungen von Corona auf den Wettbewerb zu sprechen. Sehr geehrter Herr Staatsminister, in diesem Jahr konnten wir unsere Auftaktveranstaltung Ab in die Mitte, die City Offensive Sachsen, durch Corona leider nicht durchführen. Aber sofort wurde von allen Initiatoren der Beschluss gefasst, den Wettbewerb trotzdem durchzuführen. Oder sogar viele haben gesagt, jetzt erst recht sehen Sie das als Schirmherr des diesjährigen Wettbewerbs genauso? Ja, ist ja fast eine rhetorische Frage. Natürlich, also gerade in diesem Jahr ist es umso wichtiger, dass wir starten, dass wir auch zeigen, es geht weiter, es geht los. Denn Corona-bedingt haben wir natürlich jetzt so einen Hänger. Das ist natürlich auch für viele eine große Herausforderung. Und ich nehme die Einzelschicksale auch schon sehr, sehr ernst. Also gerade der Gewerbetreibenden, der Gastronomen, aber auch der Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Und deshalb ist auch so eine Haltungsfrage, jetzt eben nicht die Hände in den Schoß zu legen, zu resignieren, ganz im Gegenteil, loszumachen, um jetzt einfach auch vielleicht sogar gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. Ja, es hat noch niemand über Corona gesprochen. Da hatten wir schon das Motto für das diesjährige Ab in die Mitte-Verfahren ausgewählt. Statt gemeinsam stärken, handeln, teilen, mitmachen. Wie finden Sie in dieser Situation dieses Motto? Ja, da waren Sie prophetisch unterwegs, denn es war nun vor Corona, wo Sie eigentlich genau schon den Schlüssel entdeckt haben, um den es geht. Wir brauchen nämlich Beteiligung, wir müssen die Leute mitnehmen. Es geht um Ihre Stadt, es geht um Ihre Gemeinde, es geht um Ihr Umfeld. Und das hat was mit Lebensqualität zu tun. Menschen in ihrem Umfeld wollen wissen, was passiert. Und umso wichtiger ist es, dass Menschen sich auch angesprochen fühlen, sich selber zu beteiligen. Denn wir haben nun alles auch in unserer Hand, wie eine Innenstadt belebt ist. Das hat auch etwas mit unserem eigenen Verhalten zu tun. Und deshalb finde ich es so wertvoll, dass Sie mit diesem Motto auch daran appellieren, dass jeder seiner Verantwortung gerecht wird und es einfach nicht nur delegiert, so lieber Bürgermeister oder lieber Stadtrat, macht mal oder lieber Gewerbetreibende, sondern dass es um eine Gemeinschaft geht, die in einer Gemeinde, in einer Stadt da ist und jeder auch seine Verantwortung übernimmt. Und deshalb haben Sie damit wirklich ins Schwarze getroffen. Obwohl jetzt ja viele Unterstützungsmaßnahmen, Hilfeleistungen angelaufen sind für Händler, Gastronomen, Dienstleister und alle Akteure in den Städten, reicht denn das für die Zukunft? Oder in welchen neuen Herausforderungen, vor welchen stehen wir? Diese Corona-Pandemie hat uns in einer Situation erwischt, die war nicht planbar. Und auch das, was wir jetzt machen, ist ja nicht so, dass das einem Fahrplan folgt, der sozusagen wie so ein Masterplan aus der Tasche gezogen wird und jetzt erstens, zweitens, drittens abgearbeitet wird. Eine solche Situation haben wir noch nie erlebt. Und man muss auch realistisch sein, wir haben noch schwere Zeiten vor uns. Aber es ist auch eine Haltungsfrage, wie wir damit umgehen. Und ich habe so viele Menschen gerade in diesen letzten Wochen erlebt, die gerade durch Corona gesagt haben, ich engagiere mich, ich leg die Hände nicht in den Schoß. Umso wichtiger ist es wirklich, dass man miteinander auch Verantwortung übernimmt. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir zum Beispiel in einem Land leben, was auch in der Lage ist zu helfen. Ich bin froh, in einem Deutschland zu leben, was ein Sozialstaat ist, der mit Kurzarbeiterregelungen massiv geholfen hat. Dass wir in Deutschland leben, was ein reiches Land ist, was jetzt helfen kann. Und gerade die Kommunen können jetzt von diversen Rettungsschirmen partizipieren. Es gibt sowohl den großen Rettungsschirm des Bundes mit 5,9 Milliarden Euro, die den Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Und wir in Sachsen haben einen eigenen kommunalen Rettungsschirm mit 57 Millionen Euro aufgespannt, um den Kommunen auch die Sicherheit zu geben. Wir lassen euch nicht allein. Wir wollen gemeinsam die Krise meistern. Jeder an seiner Stelle muss seine Verantwortung übernehmen. Und deshalb Schritt für Schritt. Ja, es wird nicht einfach. Aber wir brauchen auch die Haltung der Zuversicht und die Möglichkeiten. Und die haben wir geschaffen. Ja, da haben Sie fast schon ein bisschen meine jetzige Frage beantwortet. Einzelhandel und Gastronomie sind wieder angelaufen, aber trotzdem haben wir doch schon noch Probleme, was die Frequenz an Besuchern und Kunden betrifft. Viele Initiativen hatten sich vorher, haben sich schon gebildet, Kauf lokal, Kauf vor Ort, Heimat shoppen. Und es gibt sehr viele Gutscheinaktionen. Ist das aus Ihrer Sicht ausreichend, um langfristig wieder Leben in die Innenstädte zu bringen? Wir brauchen vielfältige Initiativen und es gibt auch dort nicht den
Masterplan oder das Schema F, sondern das setzt sich auch auf die Kreativität vor Ort. Und wir haben ja auch in den letzten Wochen erlebt, wie eben auch Menschen neue Ideen gefunden haben, neue Formen gefunden haben. Natürlich muss man auch immer unterscheiden, da gibt es den oder den anderen, die wirklich Existenzprobleme haben, wo es um die pure Existenzfrage geht. Andere haben einen Weg finden können, weil auch das Umfeld anders gestimmt hat. Also von daher geht es schon darum, wieder an der Verantwortung vor Ort und an der Kreativität vor Ort auch anzudocken. Und wir haben verschiedene Initiativen, die genau auch diese lokale Verankerung und die lokale Verantwortung unterstützen wollen. Darauf setzen wir auch. Und dass wir eben auch als Staat unsere Kommunen nicht alleine lassen, dass sie auch investieren können, dass sie auch die Sicherheit geben können, ist glaube ich auch wichtig. Denn wie so häufig ist es ja auch Psychologie. Es ist ja nicht nur die Frage des Geldes, was man zur Verfügung stellt, sondern eben auch das Signal, dass man mit Zuversicht wieder anpackt. Denn Angst ist nun mal der schlechteste Ratgeber. Nochmal zu den Innenstädten vielleicht darauf zurückkommen. Es ist ja nicht nur das Problem der Corona-Pandemie, sondern die geraten ja schon länger unter Druck. Und insbesondere, wir spüren das ja hier auch selbst mit unserem Wettbewerb, die kleineren Kommunen haben auch immer mehr Probleme, den Einzelhandel weiter zu sichern, die Versorgung etc. Aber durch Corona wird das vielleicht nochmal verstärkt. Muss man jetzt Innenstadt auch neu denken? Gibt es eine neue Perspektive gerade für kleinere Städte oder welche neuen Ideen oder Ansätze sehen Sie, was jetzt passieren müsste? Also ich bin dankbar für diese Frage, weil schlichtweg diese Situation, in der wir jetzt sind, die zwingt uns doch regelrecht dazu, Dinge neu zu denken. Was ist denn eigentlich auch das Ziel? Ich glaube nicht, dass es das Ziel ist, dass wir wieder in einen Zustand kommen vor Corona. So unter dem Motto, wenn alles wie zum 1. März diesen Jahres ist, ist alles wieder gut. Nein, ich denke, dass es jetzt darum geht, auch mit den neuen Möglichkeiten eine neue Normalität zu schaffen. Denn wir wissen nicht, wie es in 2 oder 3 Monaten aussieht. Wir wissen auch nicht, wie es nächstes Jahr aussieht. Aber wir brauchen genau diese Zuversicht, um diese Herausforderungen anzugehen. Und wir fangen ja nicht bei null an. Diesen wertvollen Wettbewerb gibt es seit Jahren, der eben aufmerksam macht, dass wir eine Innenstadtbelebung benötigen, weil es um Lebensqualität geht. Menschen brauchen ein Umfeld, in dem sie gerne leben und arbeiten möchten. Und dazu muss man alle Partner ins Boot holen. Die Kommunalpolitik genauso wie die Gewerbetreibenden und die Gemeinde und die Stadtgesellschaft genauso. Ja, in den Zeiten der Einschränkung durch diese Pandemiebekämpfung sind Online-Systeme mehr und mehr interessant geworden. Die Digitalisierung spielt ja bereits in allen unseren Lebensbereichen, aber natürlich auch in der Arbeit der Staatsregierung eine immer größere Rolle. Wenn wir mal diese beiden Stichworte nehmen, digitale Stadt, digitales Einkaufen, wofür sollten wir uns künftig besonders einsetzen? Es ist ja kein Widerspruch. Ganz im Gegenteil. Wer Smart City, wer die digitale Stadt will, der muss auch die Formen des digitalen Einkaufs mit berücksichtigen. Denn man kann nicht das eine wollen und das andere ausschließen. Das funktioniert auch nicht. Die Frage ist halt nur, was meinen wir denn mit Online-Handel, mit digitalem Einkaufen? Meinen wir wirklich den Online-Handel und überlassen wir es jetzt irgendwelchen großen Firmen? Nein, das wäre gefährlich. Die Chance gerade für unseren Einzelhandel ist ja, in der Digitalisierung auch das Besondere vor Ort zu finden. Die Vermarktung vielleicht auf andere Beine zu stellen, ein Angebot zu machen, was sozusagen auf die lokalen Besonderheiten auch eines Angebotes hinweist. Digitalisierung als Chance zu nutzen und es eben nicht den großen Online-Händlern zu überlassen, das wäre schlimm, weil dann genau das Gegenteil passiert. Nämlich eine Verödung der Städte und Gemeinden und wir wollen eine lebendige Innenstadt, eine lebendige Gemeinde. Und das schließt sich nicht aus, ganz im Gegenteil, wir sollten die Chance der Digitalisierung nutzen. Und wir haben in den letzten Jahren bei dem Wettbewerb so viele tolle Beispiele ja gesehen und erlebt, wie genau durch die Digitalisierung in Innenstädte belebt wurden und der Einzelhandel Treiber genau dieser Entwicklung ist. Und das sollten wir auch weiterhin nutzen. Welche Ideen haben Sie vielleicht oder Ansätze, ohne jetzt Projekte selbst vorwegzunehmen, die Städte dann selbst ja entwickeln sollen, aber für diesen Wettbewerb unter einem solchen Motto handeln, teilen, mitentscheiden, was könnte da so vielleicht als außergewöhnliches oder als Gedanke, als Idee stehen, um ein Projekt zu entwickeln? Ich habe schon mit Begeisterung in den letzten Jahren gesehen, was vor Ort passiert ist und darauf setze ich auch weiterhin, dass Menschen beteiligt werden. Ich fand es immer faszinierend, wenn durch
solche Projekte, die in diesem Wettbewerb sichtbar gemacht wurden, Menschen aufgerufen waren, aufgefordert waren, sich selber zu beteiligen. Wenn wir gesehen haben, welche Projekte es beim Thema Digitalisierung gegeben hat, wo Innenstädte belebt wurden. Also das heißt, ich will gar nicht jetzt irgendwie sagen, das und das muss es sein, sondern was ich so wertvoll fand und was mich so begeistert hat, ist, wie Menschen dadurch aktiviert wurden. Und deshalb ist das Motto genau dieses Wettbewerbs so passend. Denn diese Frage, wie geht es mit unseren Innenstädten und unseren Gemeinden weiter, ist eben nicht eine Frage, die man an andere delegiert, sondern da will man doch Leute sozusagen auffordern, sich zu beteiligen und etwas zu machen und die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Der große Vorteil dieses Wettbewerbs ist, dass er natürlich Dinge sichtbar macht und dadurch vielleicht wieder eine neue Idee für die andere Gemeinde liefert, die sagt, Mensch, wenn das bei der Gemeinde so gut geklappt hat, lass uns das doch mal so und so bei uns probieren. Und wenn daraus sozusagen ein Effekt wird, dass sozusagen es nicht nur in einer Gemeinde gibt, sondern es sich weiterträgt, dann hätten wir schon viel gewonnen. Und das ist ja Sinn und Zweck dieses Wettbewerbs. Und deshalb ist er auch so wertvoll. Ja, in diesem Jahr haben wir uns entschlossen, keine Auftaktveranstaltung, keine große Auftaktveranstaltung zu machen, sondern wir haben gesagt, wir gehen in die Region und werden dort Kreativtreffs durchführen. Wir hoffen damit, wieder in der Summe entsprechend viele Teilnehmer und Interessierte zu erreichen. Wir können verstehen, wenn Sie nicht an jedem dieser Kreativtreffs teilnehmen können. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie den Teilnehmern an diesen Kreativtreffs einen Gruß mitgeben. Liebe Bürgermeisterin, liebe Bürgermeister, liebe Aktive, ich kann Sie nur ganz herzlich bitten und auffordern, beteiligen Sie sich an diesem tollen Wettbewerb. Mir ist bewusst, dass Sie vielleicht gerade andere Sorgen haben, andere Prioritäten setzen. Aber denken Sie daran, es gibt jetzt gerade die Chance, eben auch zu entscheiden, wie es weitergeht. Und gerade das Motto dieses Wettbewerbs soll aktivieren. Sie sind eben nicht alleine, sondern Sie vernetzen sich. Sie holen das Potenzial aus Ihrer Gemeinde, aus Ihren Stadtteilen, aus Ihrer Stadt. Sie nutzen die Ideen, die durch Digitalisierung vorhanden sind. Sie nutzen die Möglichkeiten, die vielleicht woanders schon mal ausprobiert wurden und wenden es bei Ihnen an. Sie sind damit vielleicht der Ideengeber für eine andere Gemeinde. Denn es geht um ein lebenswertes Sachsen. Es geht um unsere Innenstädte, um unsere Gemeinden. Dort, wo wir gerne leben, lieben und arbeiten wollen. Deshalb meine große Bitte, beteiligen Sie sich. Wir setzen auf Ihre Kreativität. Wir setzen auf Sie. Liebe Sponsoren, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Für Ihre Treue, für Ihre Unterstützung in den letzten Jahren. Auch Sie hatten es sicherlich nicht immer einfach und haben aber zur Stange gehalten. Und gerade in diesem Jahr ist es umso wichtiger. Sie geben damit auch ein Zeichen und Signal der Sicherheit, dass es weitergeht. Und wir brauchen Sie. Gerade jetzt, wenn es darum geht, Menschen zu beteiligen, wie es weitergeht in den Innenstädten, in den Gemeinden, brauchen wir alle zusammen. Die Kommunalpolitik, die Bürgerinnen und Bürger und Sie als Wirtschaft, als Unternehmen, als die, die das möglich machen. Deshalb mein großes Dankeschön und meine Bitte, bleiben Sie dabei. Wir brauchen Ihre Unterstützung.